lieber Thorsten, ich war sogar arbeiten in Osaka. Schau dir das an. Ich bin jetzt auf dem Weg zu Capcom und zwar schaue ich mir da das Hauptquartier und das Entwicklerstudio an und die Leute sind alle schon ganz aufgeregt, denn für die Entwickler von Capcom ist es völlig neu, Journalisten direkt ins Studio reinzulassen, ihr Allerheiligstes. Die Amis machen das jeden Tag, also zu jedem Spiel öfters mal. Für die ist das eine Premiere, also ich bin gespannt, was sie uns wohl zeigen und ja, wie es da drinnen aussieht. Ich muss jetzt einfach mal fragen, unser Tonmann Tomek hat gerade zu Recht über unsere Kopfhörer gefragt, ob du da eigentlich betrunken warst, weil dieses Gelalle die ganze Zeit, kannst du auch mal Sätze irgendwie gerade aussprechen oder was ist da los? Das ist der Jetlag und die Dehydrierung, weil es da 35 Grad und 90% Luftfeuchte hatte und auch die Frustration vielleicht, weil Capcom wirklich starre Vorgaben gegeben hat. Ich durfte nur diese Szene filmen, diese Szene und alles, was du jetzt noch siehst. Sie haben so ungefähr 20 Hanseln von ihren angeblich 600 Mann gezeigt, die am Spiel arbeiten und also richtig freien Zugriff hatte man nicht. Sie haben da noch die Schreibmaschine hingestellt. Ist ja lieb gemeint, aber da herrschte so eine Panik. Das wäre gar nicht nötig gewesen. Aber Eben. Sie hatten so ein paar lustige kleine Devotionalien rumstehen. Also hätten die gewusst, dass du kommst, hätten sie wahrscheinlich alles geöffnet, weil du hättest wahrscheinlich die geheimsten Super-Dinge nicht gesehen. Insofern hätte man auch einfach sagen können, okay, komm, schau es dir an. Oh, den Automat hätte ich aber gerne. Jupp, die Glücksspiel ist ja verboten, deswegen spielt man um Tokens, die man wieder in Preise eintauscht. Deswegen ist Glücksspiel da so beliebt. Und da kann man halt Street Fighter spielen mit einer Slotmaschine, aber ich hab's nicht gepackt. Das wäre was für mich, ey, weil ich bin bei Street Fighter ja so eine Vollwurst, dass ich vielleicht mit der Slotmaschine dann gegen Opel mal eine Chance hätte. Ja, da ist die Siegwahrscheinlichkeit ein bisschen höher. Das bestelle ich mir, das Ding.